diesem Jahr wird Nordrhein-Westfalen 70 Jahre alt. Was verbinden die Menschen mit diesem Bundesland? NRW-Ticket. Das NRW-Fest vor 2 Jahren. Auf jeden Fall finde ich Düsseldorf am besten. Die DJ-Fashion-Szene ist hier in NRW tatsächlich recht groß und der Japan-Tag in Düsseldorf ist super. So, die Stadt, die Leute, Freunde. Ja, so in NRW finde ich gut, dass die Festivals, die Partys einfach mega geil sind. Die Leute sind locker drauf. Ich lebe so alt, wie ich bin, so lange lebe ich hier in Nordrhein-Westfalen. Ich habe in keinem anderen Land gelebt, deswegen ist meine Heimat. Nicht Düsseldorf, Landtag. Ich habe gerade Herrn Özdemir gehört als Vortrag. Ja, aber er ist ja Bund eigentlich, nicht Land. Ja, insbesondere gutes Essen hier aus Ostwestfalen. Ansonsten traurigerweise derzeit eher marode Wirtschaft und Stauland Nummer 1. Ganz klar Vielfalt. Warum? Vielfalt, weil unter anderem sehr viele Menschen hier leben, sehr viele Menschen aus verschiedenen Herkunftsländern, sehr viele Menschen verschiedener Religionen. Und NRW meiner Meinung nach ein Vorbildland ist, ein Vorbildbundesland für andere Bundesländer. Ja, natürlich Bielefeld. Die Sparrenburg in Bielefeld, in Essen die Zeche Zollverein. Gut, aber auch nur, weil meine Tochter hier wohnt. Pizza. NRW, Nordrhein-Westfalen. Schlimme Abkürzung, traurig. Als ich jung war, kannte man das nicht. Da sagte man Nordrhein-Westfalen. Und heute sind es alle mundfaul und sagen NRW. Find's traurig. Einfach nur gemütlich, nett, fröhlich. Zufriedene Leute, wirklich zufriedene, nicht gemaule, nicht gejanke, nicht alles furchtbar, alles schlimm und so weiter. Rundrum, Nordrhein-Westfalen ist schön und hat wunderschöne Ecken. Und mit dem Fahrrad kann man die sehr, sehr gut erkunden.